Britta, wie geht's euch? Gut. Warum? Wir freuen uns, dass wir noch ein bisschen weiter spielen dürfen und dass die WM jetzt richtig losgeht. Und freuen uns auf die nächsten Spiele, egal gegen wen, egal wo, egal wann. Wir freuen uns einfach, dass wir noch ein bisschen mitspielen dürfen. Ich gebe euch mal was in die Hand. Guckt mal auf dem rechten Blatt. Was seht ihr da? Oma, ganz gut aus. Oma, das sieht ein bisschen so aus, als wenn Carla und Britta die Gruppe jetzt gewonnen haben mit den Punkten. Also es ist meine Rechnung, da ich in Mathe immer eine 5 hatte ohne Gewehr. Aber eure Eltern haben das auch bestätigt. Ja, ich glaube, ihr habt die... Wir checken das nochmal, bevor wir uns endgültig freuen. Wenn es so wäre, freuen wir uns riesig, aber wir checken das nochmal zu. Könnt ihr noch mal ein bisschen was zum Spiel sagen? War sehr souverän im ersten Satz. Also ich glaube, wir haben richtig gut angefangen. Wir hatten so einen kleinen Hänger. Wir haben uns einmal ganz kurz ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen, aber sind dann wieder eigentlich am zurückgefunden und haben das eigentlich, hatte ich nie das Gefühl, dass wir es einmal abgeben. Herzlichen Glückwunsch. Es war 21 Leute in der zweiten Liste, die ganze Lage war. Ich hatte eigentlich auch das Gefühl, dass wir das eigentlich in der Hand haben und die Lage zeigt ja auch vorne, dann immer so ein bisschen Unsicherheit. Also ich finde es aber ärgerlich. Ich finde, dass es halt mehr gepfiffen werden muss, dass wenn einer vorne ins Netz reinspringt, so wie es bei uns der Fall war, sie ist definitiv auf Britta's Fuß getreten. Also sie hat, man sieht, sie hat ein bisschen geblutet und man sieht auch eine Kratzspur. Und ich finde, es wird nie gepfiffen und es muss einmal gepfiffen werden. Und niemand, kein Schiedsrichter sieht das. Also die Idee ist mir, wo ich dann sogar nach dem Spiel zu mir gekommen hat, sie entschuldigt, weil sie nicht mehr. Also es passiert, aber es muss einmal gepfiffen werden. Ja. Fällt es ja cool, wenn sie dazu bei anderen Spielen auch und bei anderen Teams auch einfach mal rauskommen.